Hallo, pass auf. Hm? Ich bin Unternehmerin, Ja. Kindererzieherin. Ja, aber anscheinend, wenn du Wenn solche du Leute mit holst, mir musst du wieder. dann anscheinend schon Lass mich erziehen. doch mal, Wolf, dann gib mir auch die Möglichkeit, mich ausreden zu lassen. Wir werden uns Dann hinsetzen, wir steigen wir werden darüber einfach reden, aus. Junge, und wenn die. Alter, ich raste hier richtig aus. Wir werden die Möglichkeit haben, uns darüber zu unterhalten. Ich bin ausgerastet, weil da schon wieder Muck im Hintergrund war. Ich höre meine Schüsse. Wir werden da reden. Ich werde ihnen das sagen. Wir werden da zu dritt nochmal reden. Und dann wird die Sache ein für alle Mal. Ansonsten kriege ich einen Anfall. Ja. Ich kann nicht, ich muss mich, ich habe genug zu tun den ganzen Ich Tag. bin nicht der Ich Auslöser, wir sind, der Dimi und ich sind nicht der weiß, Auslöser für so ein Bullshit. das habe ich auch gar nicht gesagt. Und das würde ich auch niemals sagen. Ja. Aber wir müssen alle mal ein bisschen runterfahren und müssen alle mal ein bisschen entspannen und nicht so anti sein, Ja, Alter. und was soll der Spruch von O von wegen, das muss ich dann Weiß ich mit nicht, müssen T-Bone. wir uns Warte kümmern. mal, hör mal zu. Der hat noch zu mir gesagt, das müsste ich dann mit T-Bone klären. Was habe ich mit dem zu klären? Der Deal ist gelaufen. Ja. Da wird nichts mehr geklärt. Der kann Ja. froh sein, dass ich ihm Bo heute aus Freundschaft angeboten habe, so von wegen, weil ich nett bin. Von wegen, ich könnte ihm helfen, das Ding loszuwerden, dass ich mal meine Kontakte spielen lasse. Aber da ist ein Angebot gewesen, was ich nicht machen muss. Und das auch nur, weil er Mitarbeiter wie es mal von dir ist. Ja. Aber, Alter, auf die Art gar nicht. Nicht mit Drohung. Ja, ich hab's doch jetzt verstanden. Ja, gut. Wolf, ich kann's jetzt nicht ändern. Was soll Nee. ich jetzt sagen? Du wirst von mir jetzt nicht hören, ich schmeiß ihn raus. Ich rede da mit ihm drüber, ich muss mir seine Seite genauso anhören. Ich hab erstmal nur deine Seite gehört. Ich höre mir seine Seite an und dann wird darüber gesprochen. Warum, weshalb, wieso? Ich weiß weder, was ihr da für Deals macht und ich bin da nicht involviert. Und jetzt kann ich muss mir beide Seiten anhören. Ist Fakt. Gut, Aber mach, wenn. was du für richtig hältst. Ne, ich muss mich ja. Ich kann ja jetzt nicht sagen, böse, böse und ist ja wohl normal, dass ich mir beide Ich Seiten hab dir doch anhöre. gesagt, wie der Deal gelaufen ist. Bezweifelst du Ja, das ich etwa? höre. Nein! Warum bezweifle ich es denn, wenn ich gerne die beide Seiten hören möchte? Was so. Ich möchte gerne wissen, was er dazu Ja, sagt. klar, ich dachte. Logisch. Ja, das höre ich mir an. Gucke, was er zu sagen hat. Dann werde ich ihm sagen, dass die Art und Weise, wie er die Sache hat, nicht in Ordnung war, dass ich sowas nicht mehr möchte. Und dann sollte das Ding ja hoffentlich vom Tisch sein. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, ich bin aber auch nicht die Mutti von allen. Von eurer Chefin. Bei so einem Verhalten frage ich mich, ob die erwachsen sind. Ja, und wenn du ein Wort das andere. Ehrlich, weil das ist kein erwachsenes Geschäftsverhalten. Wie gesagt, ich höre mir die Seite von ihm an, guck, was er dazu zu sagen hat. Mehr kann ich dir jetzt erstmal nicht sagen. Okay, alles klar. Ich hab's ja mitgekriegt, also, nee, das mit dem kriegst du auf der Fresse habe ich nicht mitbekommen. Aber das mit dem hier, ich hab nicht mit dir geredet. Das habe ich mitbekommen, weil das unfreundlich war. Der ist dauernd unfreundlich zu mir, das habe ich aber auch schon letztens gesagt. Der ist allgemein so. Ja, aber das macht ihn nicht liebenswert. Ihr sollt euch auch nicht lieben. Nö, aber ich muss mich auch nicht bedrohen lassen. Professionell kann ich mit ihm Anzeige umgehen, zur aber er kann ja nicht Polizeiausfall. professionell Musst sein. du nicht, stimmt, gebe ich dir recht. Er ist Du musst mir. unprofessionell. Ja, und du musst mir auch mal die Chance geben, da jetzt irgendwas zu machen. Aber ich kann nichts machen, weil er nicht da ist. Ja. Na gut, aber vielleicht ist T-Bone da. Vielleicht kannst du ihn mal fragen, was ich da mit ihm noch klären soll. Ja, Weil da super. gibt es nichts mehr zu klären. Die ist gelaufen. Können wir gerne zusammenkommen, können wir gerne drüber reden. Habe ich kein Problem mit. Ich hab ihm die Zahlen gesagt, zu denen er dann gekauft hat und fertig. Ich habe ihm gesagt, das ist die Schmerzgrenze, zu dem er gerade gekauft. Ich verstehe nicht, was ich darüber noch reden soll. Ich weiß es nicht, ich war in dem Deal, ich kann es immer nur wieder sagen, nicht involviert. Was für Leute da was geboten haben und jetzt plötzlich nicht mehr bieten, das liegt doch nicht an uns. Kann durchaus sein, ja. Ich weiß es nicht. Ich Ja. weiß von keinem Deal. Ja. Gut, alles klar. Gut. Alles klar. Soll ich die jetzt anrufen? Ich rufe Wenn jetzt die du an. das für den, du hast einen Mitarbeiter, wo im Nachhinein noch irgendwelche Sachen auf ihn zukommen jetzt, weil er mit einem anderen Mitarbeiter von dir ein Geschäft gemacht hat, aus meiner Sicht genau so gelaufen ist, wie wir es mit ihm abgemacht haben. Und jetzt werden da Probleme von dem einen Mitarbeiter Aber ausgelöst. Rolf, ich weiß Ist doch, deine was Sache, du ob du mit. das löst. Junge, Rolf, wenn ihr da Deals im Hintergrund macht, von denen ich nichts weiß, dann hauen die wieder nicht hin und ich muss jetzt hier die Mutti spielen, die da. Nee! Ja, Ich kein rufe jetzt Problem. die Nee, an. ist ja kein Ding.
Ist ja kein Problem. Ich rufe jetzt T an, bestell den dahin, dann kannst du den fragen, was Oda mit meint. Nee, pass auf, ist auch ganz easy. Dimi und ich machen jetzt einen Abgang hier und fertig. Ich habe jetzt langsam auch keinen Bock mehr. Was nochmal? Dimi und ich machen jetzt hier einen Abgang, wir haben jetzt langsam auch keinen Bock mehr. Wie? Was heißt, ihr macht einen Abgang? Ja, Tschüssikowski. Kündigen. Gut, alles klar, ist ein Wort. Du hast mir nicht mal die Chance gegeben, irgendwas zu machen. Du, ich merke bei dir nicht in einer Pore, dass du überhaupt darauf Wert legst. Ja, du hättest auch vorher schon die Möglichkeit gehabt. Ja, und schrei mich nicht an. Alter, ey. Fängt ihr an, am Telefon rumzuschreien, ey. Wie? Ja, ja. Ich hab gekündigt. Sorry. Aber das muss ich mir nicht geben, ey. Jetzt fängt ihr an rumzuschreien, von wegen, ich hätte ja noch nicht mehr die Chance gegeben, das zu regeln. Sie würde das, der ist ja nicht da und etc. Hat ja nur einen halben Abend mit ihm rumgehangen. Hätte das schon längst regeln können. Oh Mann. Ja, pack mal um. Ja. Erstmal Community, oder? Ja. Ja, nicht weit.